Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone Arena Folge hier auf Replay Games for You. Ich bin so Ivo und wir starten in das nächste Match. Steht ja aktuell 4 zu 2. Ja, mal gucken, ob wir wenigstens noch ein paar Siege rausgequetscht bekommen aus dem Deck. Ich weiß gar nicht so hundertprozentig, woran es fehlt. Immer noch nicht. Natürlich fehlt es am AOE und es fehlt ein bisschen am Endgame, aber wir haben teilweise auch im Early Game schon Probleme, obwohl es ja wirklich ein Early-lastiges Deck ist. Die Elemente werden euch vernichten. Erdschock, Armani, Berserker sind doch cool. Tun wir nur den Morgrabler weg. Ich denke, uns fehlt es dann so ein bisschen Richtung Midgame. Wir haben zu viel Early und zu wenig End. Denkt daran, hapert so ein bisschen. Das ist natürlich eine coole Karte. So, was mit dir? Bitte auch sowas spielen, damit ich den Erdschocken kann. Oder einen 3-2er zum Traden, das wäre toll. Bitte keinen Armani-Berserker. Oh yeah. Noch ein Eindrop wäre jetzt toll. So viel Glück habe ich aber wohl nicht. Will ich den Erdschocken? Ich denke eher nicht, oder? Will ich. Will ich oder will ich nicht? Letztendlich verhindere ich ja zwei Karten. Beziehungsweise ich verhindere einen 2 zu 1 Tausch aus seiner Sicht. Und tausche 1 zu 1. Das ist super, weil jetzt hat er nächste Runde ganz, ganz wenig Mana. Oder halt wieder nur 2 Mana. Das ist sehr gut für uns. Wenn ich den hier spiele, haben wir nächste Runde 2 Mana und ich kann den Berserker spielen. Das gefällt mir gut. Nochmal nachdenken, ob ich das auch wirklich habe. Habe ich. Gut. Totem ist super bitter aus meiner Sicht für ihn. So, mal gucken, ob er einen Lightning Storm hat. Das ist so ein bisschen das, was ihn jetzt retten kann. Denke ich zumindest. Die Spirit Wolves sind halt so eine krasse Tempokarte in Runde 3. Das ist echt der Wahnsinn. Okay. Können wir nicht ganz so gut. Gucken, ob er einen Lightning Bolt hat. Wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Erdschock. Warum Erdschock? Will er mit der Waffe einen töten? Aber es geht ja nicht. Allerdings war das ein Fehler. Weil du nicht angreifen kannst, weil du ihn gesilenced hast, du Held. Eieieiei. So, Heiltotem wäre super. Aber kann ich das überhaupt machen? Wenn ich den hier jetzt spielen will? Ein Sporttotem, Sport- oder Heilungstotem müsste ich kriegen und sehr gut. Ich frage mich, ob. Oh Mann, das ist keins von beidem. Ich will ungern Erdschock auf das Ding machen. Dann eine Lava-Eruption. Ich könnte das da drauf machen und den wieder zurückholen. Voller HP. Dann würde er seinen Zug ein bisschen kacke gestalten, nächste Runde. Wenn ich ihn hexe, könnte ich traden, könnte ich Damage machen. Das Problem ist, dass Hex braucht für irgendwas Stärkeres. Bleibt nicht viel Zeit. Wir machen mal Druck mit dem Lava Burst in der Hand. Kein Spott-Totem. Danke.
sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Das ist natürlich ein bisschen uncool mit den Wildgeistern jetzt. Oh ja. Okay. So, mal gucken, wie wir das machen. Gucken erstmal, was das hier tötet. Sehr schön. Dann jagen wir den da rein und den da rein. Wie soll ich töten? Wenn ich Damage mache. Damage machen? Oder 12? Brauche ich die 6 Damage irgendwoher dann noch? Wenn ich das Totem töte. Hat nächste Runde auch nur 3 Mana. 4 Mana hat er nächste Runde. Was tun? Ich denke, wir töten das Totem. Ich denke, die 2 Damage sind jetzt nicht ausschlaggebend. Er muss eigentlich mit der Waffe den 2-1er töten, aus meiner Sicht. Muss mit dem 2-1er den 5-1er traden. Okay, hat einen Lightning Bolt. Weiß ich aber gar nicht, ob ich den da drauf geballert hätte. Aber okay. So, mal gucken, ob er die 2 zusätzlichen Schaden noch nimmt. Oder ob er es sein lässt. Das sieht ganz okay für uns aus, definitiv. Elf haben wir aktuell. Was tun? Das heißt, ein Lightning Bolt würde reichen. Ja, Kodo, du bringst mir jetzt leider nichts in der Situation. Gucken, was den Totem wir kriegen. Nicht so verkehrt. Den spielen wir auf jeden Fall. Ich denke, wir machen die 3 Damage, weil er muss traden und nicht wir. Und er muss jetzt auf jeden Fall das Board clean, damit er überlebt. Also er muss das Spell Damage Totem töten und die beiden 3-3er. Oder ein Sport Totem kriegen. Spell Damage kann auch bitter sein, wenn er AOE zaubert. Armobot, ich denke, wir haben gewonnen. Erinnert euch an Keltala. Das haben wir gut gemacht, denke ich, insgesamt. Schön, da haben wir einen Sieg zumindest schon mal wieder geholt. Dann sind wir jetzt bei 5. 5 ist doch nicht so verkehrt für das Deck, denke ich. Gucken, ob wir noch auf die 7 kommen, das wäre super gut. Sonst wird es mit unserem Gold auch wieder eng. Ich meine, gut, wir haben 3 Quests, die ich mal wieder machen müsste. Dadurch, dass ich die Quests momentan so unregelmäßig oder gar nicht mache, fehlt uns ein bisschen das Gold. Thrall gegen Ucha. Ich werde ehrenhaft. Okay, interessante Hand. Gekommen. Ich denke, wir tun nur die Waffe weg. Weil wir tun die Waffe behalten und den Blitzschlag weg. Ich denke, das gefällt mir sogar noch besser. Weil die hier nicht überlädt. Und wir brauchen... Wir haben schon genug Überladungen in der Hand. Okay, noch eine Rockbiter-Weapon. Lustig. Sehr schön. Das passt schon mal. Gucken, ob er einen Us hat. Nee. Oder was anderes Nerviges. Wo ist unser Us? Nicht hier. Mal schauen, was das gibt. Das ist kacke. Was ist das für ein Secret zur Hölle? Wird er wieder mit 1 HP zurückgerufen wahrscheinlich. Und dann ist er stark wie Bolle. Das ist doch kacke.
Oder auch nicht. Dann ist es ein Get Down. Ne, Get Down kann es auch nicht sein. Oh Mann, das ist ja bitter. Das hat ihm gar nichts gebracht. Das war jetzt eine verschwendete Karte. Super gut. Der geht auf 3-2 hoch, das ist ein bisschen kacke. Und ein Gottesschild, ist klar, Mann. Was eine Rotze. Naja, gut. Melde mich zum Dienst. Da hat er jetzt aber einen guten Turn gehabt. Kann man sagen, was man will. Okay. Ich denke, wir müssen den hier silenzen. Eure Magie wird euch nicht retten. Wir werden den töten. Ne, warte, erstmal gucken wir. Ich werde den töten. Den töten und den traden. So passt das. War mir fast ein bisschen schnell. Nix ohne haben wir Feuerelementar. Das heißt hoffentlich irgendwas mit 3 HP, den ich tot schießen kann. Das wäre super. Sieht aus wie ein Hammer. Ne, ist ein Silence. Wozu? Warum hat er dann nicht ihn gesilenced? Macht keinen Sinn. Melde mich zum Dienst. Macht keinen Sinn. Ich will lieber ein Totem spielen. Heiltotem wäre jetzt super. Ist es aber nicht. Silbermond wird nicht fallen. Oh, mal kurz nachdenken. Wenn ich ihn jetzt ihn nicht töte, das ist eigentlich zu gut, um das nicht zu machen. Sterbt. Er wird jetzt natürlich mit dem 1-1er den 2-1er töten, aber was soll's. Selbst wenn er den Kings drauf spielt, können wir mit dem Feuerelementar finishen. Melde mich zum Dienst. Nehmt das! Okay. Ich denke nicht, dass wir den Feuerelementar schon spielen müssen. Erinnert euch an Kettala! Ich denke, das gefällt mir ein bisschen besser. Gut. Das habe ich ein bisschen gehofft, dass das so kommt. Okay. Das ist nicht so schlecht auf dem eigentlich. Weil er mit dem Gottesschild wieder gerufen wird. Guck mal, was wir aus den Toten kriegen. 1-1er. Nicht so gut. Komm, wir schießen ihn tot und gut ist. Erinnert euch an Kel'Thalas. Geister an, können wir zur Not auf das Feuerelementar benutzen. Zur blauer Drache, okay. Bitte das 1-1er Totem überleben. Okay. Gucken wir mal, was für ein Totem es gibt. Als allererstes. Ein Heiltotem. Was haben wir denn an Damage? 9, 10. Das reicht doch schon. Oh man, hätte ich beinahe tödlichen Schaden verpasst. Gut, da sind wir bei 6 Siegen. Sehr schön. Das war knapp. Ich habe über ganz andere Sachen nachgedacht. Gut, da haben wir 2 Siege eingefahren in der Folge. Sehr schön. Wir machen an der Stelle wieder einen Cut. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.